Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute habe ich eine Menge Skins für euch zusammengesammelt. Die stand jetzt bis Ende der Season 11 noch auf euch warten. Es sind sehr, sehr viele beliebte Skins, Starterpack Skins wie zum Beispiel von Volk und Seer, sogar ein Recolor vom Starterpack von Valkyrie habe ich für euch. Der sieht echt nice aus. Ich habe chronologisch die Skins, wie sie vorkommen, an welchem Tag, welche Skins. Es sind Event-Skins auch dabei beim speziellen Event. Ob da jetzt natürlich ein Modus mit dazu kommt, das kann ich nicht sagen. Lediglich bei dem End-of-Year-Sale-Event weiß ich nicht, ob das chronologisch genau am 21. ist oder nicht. Da könnte ein bisschen ein Durcheinander sein. Ich sage es euch auf jeden Fall gleich. Wir fangen mit dem Alternator-Skin ab. Ich habe nicht von jedem Skin den Namen, deswegen spare ich mir jetzt einfach die Namen vorzulesen. Dieser Alternator-Skin kommt am 21.12. Weiter geht's mit diesem Watson-Skin. Dann haben wir den Pathfinder-Skin und jetzt geht's los. Das ist das allererste Highlight. Dieser Skin gehört zum End-of-Year-Event. Und es kann sein, dass folgende Skins, die gleich noch kommen, chronologisch damit reingehören. Auf jeden Fall einer hier der beliebtesten und ich denke, der wird auf jeden Fall sehr, sehr gut ankommen. Jetzt kommen wir erstmal zum 28.12. Caustic, Silverback Bündel oder Silverback Bündel, so rum. Dann haben wir den Peacekeeper Skin, der kommt am 28.12. Und jetzt kommt das End of Year Sale Event. Das könnte sein, dass das mitunter zum 21.12. zählt, weil ich für dieses Event kein Datum habe. Das ist einmal dieser Fuse Skin. Dann gehört, glaube ich, zu dieser Kombination auch dieser Mastiff Skin. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum witzigsten Skin überhaupt. Den haben viele überhaupt nicht geil gefunden. Das ist der Starter Pack Bündel von Horizon, wenn ich mich nicht täusche. Ich finde den eigentlich geil, aber nur halsabwärts. Der Rest sieht einfach nur grauenhaft aus. Passend dazu kommt der Havoc-Skin und auch der Gunscharm soll mit dabei sein. Und jetzt kommen wir schon zum interessanten Teil. Wir kommen erstmal zur Longbow vom Starter-Pack von Valkyrie. Und natürlich auch dieser Skin soll zum End-of-Year-Sale mit dazu sein. Also entweder am 28. oder am 21. Nagelt mich dann nicht genau fest. Und jetzt kommen wir schon zum neuen Jahr. Und zwar ist das der 4.1. müsste das sein. Genau, schon dieser Skin am 4.1. ist wie so eine Art Mini-Event. Auch alles wahrscheinlich rein skintechnischer Basis. Dort kommt auch ein Stories from the Outland Trailer rund um Bangalore. Da bekommen wir diesen Skin. Der ist da erhältlich und das ist ein exklusiver Skin mit Waffe und einer speziellen Lobby-Animation, habe ich vor kurzem erst gezeigt, spare ich mir jetzt hier einzublenden. Dann haben wir auch am 4.1. noch diesen Krypto-Skin. Jetzt springen wir rüber zum 11.1. und dort haben wir folgende Skins. Diesen Revenant-Skin, auf den freue ich mich ultra, den habe ich einfach mal verpasst, weil ich Revenant zu dieser Zeit noch nicht gespielt habe. Dann haben wir diesen Wraith-Skin, glaube ich auch sehr, sehr beliebt. Und auch ein extrem genialer Octane-Skin kommt zurück. Und das ist dieser. Das ist das Wild Speed Bündel. Preise habe ich leider nicht für euch. Das sollte klar sein. Und am 11.1. Das sind jetzt drei Skins, die am 11.1. allgemein kommen. Und am 11.1. startet auch ein anderes Event. Das nennt sich Dark Deaths Event. Ich weiß nicht, ob das nur Skins sind. Spielmodi, weiß ich auch nicht, ob da was dazu kommt. Haltet euch fest, es sind auch ein paar richtig coole Skins dabei. Wir fangen an mit diesen Ash Skin, den finde ich ganz nice. Dann haben wir diesen Loba Skin. Übrigens die meisten Skins alle von Kral Rindo, einem Dataminer, gepostet und zusammengetragen. Dann haben wir hier einen Fuse Skin. Den finde ich ultra geil. Ich habe mir jetzt leider den Namen nicht aufgeschrieben. Irgendwas mit Poseidon war es. Der sieht einfach übelst krank aus. Da gibt es passend dazu noch einen Spitfire Skin, der sieht auch sehr, sehr geil aus. Dann haben wir diesen Horizon Skin, sieht auch nicht schlecht aus. Ist wahrscheinlich irgend so ein Unterwasser-Motto oder griechische Mythologie, ich habe keine Ahnung. Diesen Lifeline Skin haben wir, dann haben wir für den 11.1. noch diesen Caustic Skin, sieht jetzt nicht sehr, sehr speziell aus. Dann haben wir diesen Octane Skin. Weiter geht's. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier nichts überblättere. Das war jetzt noch der Octane Skin. Jetzt kommen wir zum Rampart Event Skin. Und noch ein paar Waffenskins. Der R99 Skin passend zu diesem Event. Und jetzt der Spitfire Skin. Sieht der nicht
ultra stark aus. Guckt euch die Front an mit den Zähnen und dem Auge da. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Hai halt. Mega, mega geil. Geht's weiter mit der 301. Auch ein genialer Skin. Und der letzte Skin für dieses Event ist der Wall Skin. Sieht auch absolut stark aus. Kommen wir zum 18.01. Hier haben wir diesen Gibby Skin. Dann haben wir einen Watson Skin. Und wir haben ein Wraith Skin. Einer der beliebtesten Skins für Wraith mitunter. Und ich glaube, das war das Iron Crown Event. Season 2, verdammt lange her. Wir springen zum 25.01. Caustic Skin. Dieser welcher soll wieder kommen. Dann haben wir einen Havoc Skin. Der sieht auch ultra nice aus. Redemption. Und schon sind wir kurz vorm dritten Geburtstag von Apex Legends. 1.2. Dieser Wraith Skin kommt. Dann haben wir einen Bloodhound Skin am 1.2. Auch relativ beliebt. Und noch einen Horizon Skin. Und jetzt kommen wir zum Anniversary Event. Das werden nicht alle Skins sein, die ich euch jetzt hier zeige für den dritten Geburtstag, aber einige. Wir fangen an, 4.2. dieser Skin für Horizon. Dann haben wir noch einen Octane Skin. Der Ash Skin, der sieht zum Beispiel sehr, sehr stark aus. Hier zwischendurch sind immer mal Skins dabei, die sind nicht so der Hammer. Wie zum Beispiel der Rampart Skin. Das sieht auch irgendwie ein bisschen fail aus. Und wir haben hier einen Pathfinder Skin und das Highlight kommt gleich, das Recolor von Vork. Das sieht wirklich unheimlich stark aus. Dann haben wir aber hier für den 4.2. für das Anniversary Event noch diesen Seer Skin, ein KSMG Skin, ein Rampage Skin. Der wurde ursprünglich als Devotion Skin betitelt. Für mich ist das die KSMG, die Rampage. Dann haben wir noch ein Revenant Skin. Das darf wohl das Original sein, wenn ich mich nicht irre. Und das Recolor ist wahrscheinlich ein Bündel. Die beiden Skins kommen ebenfalls. Und das Beste kommt zum Nee, das Beste kommt noch nicht. Moment. Stopp, irgendwie funktioniert. Moment, jetzt muss ich es noch einmal reinziehen. Schlecht vorbereitet, auf einmal war das Recolor weg. Hier ist das Recolor von Valkyrie und ihrem Starterbündel. Sieht das nicht ultra, ultra sexy aus? Ich mache gerne noch einmal das Original hier an. Zack. Ich finde optisch das Original fast besser. Es sieht ein bisschen anders aus, aber es wurde als Recolor für dieses Starterbündel angekündigt. Definitiv, ja, sieht man ganz, ganz deutlich aus. Ist ein bisschen anders, wenn ihr rechts den Helm seht, über dieser Brille, das Logo sieht ein bisschen anders aus. Links ist das so ein Predator-Abzeichen. Auf jeden Fall ist das Recolor extrem nice. Und schon sind wir das ist wahrscheinlich der letzte Tag der Season oder vielleicht schon der Eingang zur 12. Season. Da kommt das Fuse Starter Pack nochmal. Ne, ist das Starter Pack gewesen? Das ist das Starter Pack Bündel von Fuse gewesen. Und dann kommt am selben Tag noch das Emergency Starter Pack von Seer zurück. Und damit, Ladies and Gentlemen, sind wir durch. Das ist Stand jetzt vom 17.12. Also in 4 Tagen soll es wohl schon losgehen mit diesem ganzen Skin-Gedöns. Lasst mich in den Kommentaren von mir aus gerne mal wissen, welches eure Favorite Skins sind, die hier zurückkommen, die ihr vielleicht verpasst habt, euch holen wollt. Auf jeden Fall werde ich beim Recolor von Vork zuschlagen. Und wer bei dem Pathfinder Skin als Main nicht zugreift, dem kann ich auch nicht helfen. Ansonsten sind für dieses Dark Deaths Event auf jeden Fall auch noch ein paar schicke Skins dabei. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Haut da rein. Wie immer freue ich mich zur Abwechslung mal wieder. Und das spare ich mir normalerweise mittlerweile in jedem Video. Freue ich mich über jeden Daumen nach oben und natürlich das beliebte und bekannte Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt. Haut da rein. Ciao.